Moment, Kaffee! Oh nein! Gut. Skelette! Durchs Haus! Oh Wunder, oh Wunder! Aber seit 4.3 habe ich ja gute Erfahrungen mit Häusern. Seit 4.3? 4.3, ja. Das war das einzig gute Kapitel in 4.3. Ach, 4.3. Ich habe gerade überlegt, meint er jetzt WoW 4.3 oder nee. Battlefield Version 4.3? Aber ja, 4.3. Battlefield Version ja. 4.3, das wird noch eine Zeit lang dauern. Ja, sprich Deutsch mit mir. Sag Angst 3. Angst 3. Angst trocken. Moment. Wäre wieder nicht Deutsch. Hier liegt Munition für einen Raketenwerfer, aber es liegt kein Raketenwerfer da. Weil das Spiel Schindluder mit dir betreibt. Nun laufen wir eben weiter. Ja, bin ich dafür. Neues Ziel, überleben die Belagerung. Och nö. Das Ziel hatten wir ja noch gar nicht. Dann gehe ich wieder dahinter, da hat's mir gut gefallen. Ja. Da wollte ich hoch. Skelette sind auch von der Partie. Ach doch, Party, yeah. Ich leg mal Dynamit. Schick. Yep, definitiv. Er hat ein Messer im Kopf. Ich bin so, dass es noch brauchen würde. Von hierhin, aber. Da man können Zombies mit Messer im Kopf rumlaufen. Drauf an, wo das Messer steckt. Direkt im Hirn. Gibt doch auch diesen medizinischen Fall von einem Typ, der eins im Kopf bekommen hat und überlebt hat ohne Hirnschäden. War ein Ami, oder? Ja, weil es genau im richtigen Winkel eingedrungen ist. Oh, hallo Skelett. Lass mal die Horde kommen, ich hab da Dynamit hingelegt, also nicht alle, aber ein paar. Ich ziel gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ja, ich bei der Masse an. Einfach nur rein. Verdammte Nachladeanimationen. Aber dir ist bewusst, dass du die Köpfe treffen musst, ja? Ja, ja. Kannst du auch mit dem Körper töten, aber dann kommen sie eventuell wieder. Ja. Aber dann schießt du nochmal in die Menge. Was ist das? Ich glaub nicht. Nein! Ich spann mal ein bisschen Stolperdraht. Das kann ich gut. Und hier noch ein.
wenigstens ist das hier relativ gut zu verteidigen. Ja, der Level ist insgesamt, finde ich, bisher wesentlich einfacher als der erste. Wir wären hier noch nicht gestorben, wenn nicht irgend so ein Typ ausprobieren hätte wollen, was passiert, wenn man auf Dynamit schießt. Und ja, und seitdem spielen wir nur zu zweit. Zwei Scharfschützen insgesamt, drei. Der hüpft die ganze Zeit von Dach zu Dach, der Sack. Ja, schlecht. Hab auch einen. Dank Luft anhalten. Jetzt hat sich das auch mal gelohnt. Das sind immer noch zwei. Oh, da. Und wieder ein. Und wieder ein. War's das? Ich hoffe nicht, sonst habe ich meine Minen umsonst gelegt. Ah, da kommt noch was. Ich habe das erste Mal keine Munition mehr für die Primärwaffe. Da lag doch bestimmt hier hinten irgendwas drin. Ja, jede Menge sogar. Es war noch gar kein richtiger Super-Zombie dabei. Du meinst die lustigen oder lol, ich hab eine Wache-Zombie? Ja. Ich meine nicht, dass ich sie vermissen würde oder so. Ja, aber da kommen jetzt gerade wieder Grünseite. Granatenzahl! Oh, jetzt kommen zwei fette Waffen-Zombies. Och, ich noch so weit hin und wir haben Zeit. Ich hätte gern denen ihre Waffe. Nicht nur du. Also den Helm habe ich schon mal beiden weggeschossen. Tot ist noch keiner. Doch jetzt. Ich schieß auch fleißig drauf. Ja, und vernachlässigst dabei die anderen. Ja, aber du. Wir müssen das arbeitsteilig machen, ist doch ganz klar. Wie war das? Die sind weit genug weg, die haben genug Zeit. Komm immer näher. Ah. Halleluja. Schauen wir mal. Ich lass meine Mutter erzählen, was ich im Zweiten Weltkrieg alles erlebt habe. Kann man da drauf schießen? Oder? Na, auf in die Kathedrale. Willkommen! Ich finde hier oben gut. Findest du nett, dass man uns begrüßt? Die
Okay, hier ist jede Menge Material. Schrotflinte. Das verheißt nichts Gutes. Noch mehr Zeug. Ja, jede Menge Material, verstehe ich was anderes. Ja, hier drüben ist ja nochmal. Hier sind wieder Raketenwerfer-Raketen. Besiege den okkulten General. Ja, wer ist der okkulte General? Du oder ich? Dieses Ding da. Ding da? Ja, dreh dich mal um. Dieses, was da so fliegt? Unter anderem. Ja. Wie besiegt man den? Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier oben auch gerade ein bisschen Stress. Also wenn man auf ihn schießt, zeigt er keine Reaktion. Fragen wir Hitler, wie wir ihn besiegen. Ah, man muss die Schädel um ihn rum kaputt machen, dann wird er verwundbar. Ah ja. Achtung, hinter dir. Halt mir mal den Rücken frei, dann mache ich ein bisschen auf den General. Ja, okay. Oder willst du umgedreht? Nee. Letzten Schädel nicht. Jetzt. Das wird. Ja, wo kommen die denn alle her? Achtung! Wieder hier! Ja, unsere Arbeitsteilung hat jetzt nicht so gut hingehauen. Du, wir waren auf einmal alle da. Die sind rechts rum, links rumgekommen. Keine Chance. Wie soll ich die auch alleine anfällen? Nein, das ist ja direkt davor ein Checkpoint wenigstens. Ja, richtig, zum Glück. Ja.
Du hast nachher ganz viel zu schneiden. Ach Quatsch, das bleibt alles drin. Wo denkst du denn? Ah. Da bräuchte man diese berühmte Melodie von Disney oder wo es ist, wenn die Sachen schneller schneiden, dieses. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Können wir doch eigentlich machen, oder? Nee, das wäre ja Copyright, hallo. Wahnsinn. Boom! Jetzt können wir das erste Mal drauf schießen. Jo, ich helfe. Jetzt würde ich sagen, verlagern wir uns drauf, du mir Rücken frei und ich Boss, oder? Oder umgedreht? Arbeitsteilung. Ich habe keine Ahnung, aber es sind immer so viele, dass ich alleine niemals, selbst wenn ich perfekt aime, Backen bekomme. Okay. Vor allem, weil die halt auch aus zwei unterschiedlichen Richtungen kommen. Zweimal hab ich. Dann hilft mir hier. Würde ich sagen, ein bisschen rumrennen wegen den Skeletten. Auch wenn das mal ein bisschen die Schädel. Einen Schädel müssen wir noch. Dann warten wir bis zur nächsten Skelettphase. Die bringen wir jetzt hinter uns, würde ich sagen. Und dann Dauerfeuer auf den Kopf. Solange machen wir den Schädel nicht kaputt. Oh, jetzt kommt noch. Jetzt hat mich irgendwas gekillt. Eine Explosion. Während der schießt, gehe ich lieber hier in den Flur. Ja toll, er schießt auf mich. Jetzt liege ich oben auf der Brücke und verblute. Herrlich, mach doch einfach schnell den Schädel und... Der ist ja alles voller... Mann, jetzt kommt schon die nächste Armee. Suizid diesmal. Wie viel Zeit hast du noch? 20 Sekunden. Komm, wir machen jetzt einfach ganz schnell. Schädel ist, schieß auf deinen Kopf. Halleluja! Jetzt den Rest. Die fallen tot. Ziel erreicht. Die zerfallen. Siehst du, mein Plan wieder. Dein Plan? Vor allem dein Plan. Nein, mein Plan war es, den Schädel diesmal ein bisschen schweben zu lassen, um dann im richtigen Moment den einzelnen Schädel zu vernichten. Mein Freund, das hätten wir auch schon viel früher jetzt gepackt, aber egal. Halleluja. Wir kennen einfach an, dass ich uns gerettet habe. Nein, nicht wirklich. Guck mal, wir sind plötzlich vier. Gott sei Dank.